Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben Freunde. FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Wir gehen zum nächsten Spiel. So, Scouting-Update, bla bla bla, gegen den HSV. Das ist doch schön. Und ich hoffe immer noch, dass ich vielleicht mal ein paar Spieler verleihen kann. Das Transferfenster schließt ja schon bald. Simulation wird gestoppt. Das dauert heute wieder ekelhaft lange. Ich guck mal eben, wann das Transferfenster schließt. Nach dem HSV-Spiel, also Ende des Monats, in wenigen Tagen. Und so, was gibt's hier noch? Aktuelles aus Belgien, geänderter Spieltermin, aktuelles aus England, monatliches Scouting-Update. So, aus, also, Byron für Spieler ablehnen. So, 94, ein Engländer. Jason O'Connor, wieder ein Torwart, aber schon 17. Was? Was ist denn das für einer hier? Na, den muss ich doch Spieler verpflichten. So, dann 78 Spieler ablehnen. Der 15-Jährige. Moses Taylor. Moses. Allein schon wegen dem Moses-Namen. So, aber Torhüter habe ich gerade zwei richtig fette. Ich beobachte die einfach mal weiter. Immer noch keine Angebote für meine Spieler, die zu viel da sind. Naja, schauen wir mal, vielleicht bis zum HSV-Spiel. Da ist nochmal ein Brief angekommen. Zwei Briefe, Transferangebot. Für Sin and Court, Dankeschön. Sofort annehmen. Dankeschön. Ach, ein Glück. Ja, aus denen wird eh nichts mehr. Wenn er sich jetzt noch entwickelt, kann ich ihn immer zurückkaufen, aber... Ach, ich bezweifle, dass aus Sin and Court noch was Vernünftiges wird. Zumindest beim FC Bayern. So, Spieler verkauft. Kommt hier nochmal als Info. So, dann gucken wir natürlich nochmal in mein Teammanagement. Und ich habe jetzt immer noch einen Spieler zu viel. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 19, 11, doch einen, ich habe 12 Spieler, jetzt einen zu viel, 12 Ersatzspieler. Mit 22 habe ich meiner Meinung nach die perfekte Teamgröße. So, und deswegen würde ich gerne noch einen verleihen. Ich habe auf der Liste Pausen, Max Meyer und Rüdiger. Einen davon würde ich gerne noch verleihen. Wo ist denn der Philipp Lahm? Ach da, ja. So, mal gucken, was passiert. Ronaldo absteigende Form. Heute gegen den HSV. Ich fange diesmal mit Müller an, statt... Nee, ich lass mal den Götze. Ich nehme mal wieder meine erste Startelf und es geht los gegen den HSV. So, Auswärtsspiel in der... Die Imtech Arena heißt das, glaube ich, noch. Aber aktuell Volksparkstadion, ja, weiß ich auch. Und ich würde sagen, auf geht's! Oh, da wären wir schon. Ich wollte gerade wieder vor mir hinträumen. Das habe ich ja vor ein paar Tagen schon mal so gebracht. So, beim HSV. Im Real Life sind das immer spannende Spiele bis zum Schluss. In FIFA kann ich mich gerade nicht. Ich glaube, das letzte Spiel gegen den HSV habe ich 2-0 gewonnen. Aber es ist auf jeden Fall nie so spannend wie im Real Life. Also nie so raushoch. 9-2, 18-0 oder was die Bayern da halt immer... abliefern. So, auf geht's. Auf jeden Fall super bestes Fußballwetter. Und lasst uns mal schauen, was hier heute möglich ist. So, Geis und Thiago. Der Ball kullert neben's Tor. Ja, ich wollte halt einfach mal abschließen. Ihr sagt ja immer, ich soll mehr schießen. Und eigentlich ist aufs Tor schießen, zumindest in FIFA, nie meine Paradedisziplin gewesen. Und deswegen probieren wir es jetzt in der Saison umso öfter. Ah, schade, Robben kommt hier nicht vorbei. Alaba gegen Stieber. Ja, natürlich. Was? Einwurf HSV. Also das kann er mal überhaupt nicht wahrstein hier. Oh, geht schon weiter. Ja, Mustafi, starker Spieler. Also wenn ihr den noch nicht habt, solltet ihr den verpflichten. Mir gefällt er echt bombenmäßig. Ganz... Oh nein, wenn der durchkommt auf Götze. Oi, 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 oi.
Ja, da feiere ich die Aktion schon, bevor sie gelungen ist. Ist ja auch wieder herrlich. So, Plünter geht hier aggressiv vorne drauf. Der sollte lieber nach hinten. So, der HSV, der spielt hier einen sicheren Ball durch die Abwehr. So, Robben kämpft und grätscht. So, ich kann ja raufgehen. Ich habe ja genug gute Ersatzspieler, so richtig gute. Ich muss mir nicht mehr überlegen, so kann ich den Coman einwechseln, passt der zum Spiel, sondern schwuppdiwupp, Ronaldo aufs Feld oder Costa. Oder sollte Ribéry mal nicht von Anfang an spielen? Oder Robben, habe ich dann solche Größen oder auch ein Thomas Müller? Gehört ja jetzt. Nein, da doch nicht hin! Auf Ribéry wäre perfekt gewesen. Ja, da muss ich noch mal wieder mehr dran arbeiten. So, außerdem habe ich einen Mords zweiten Torwart. So, stark Mustafi. Na, oh, verdammt, warum spiele ich nicht einfach die Linie? Stark! Nein! Ja, nein, verdammt! So, aber der HSV scheint hier nicht auf meiner Höhe zu sein. So, Götze. Ah, schade, Ribéry nicht da, wo er sein sollte. Ja, also der HSV schon unter Druck. Schön auf Alaba. Oh, von wegen hier schön auf Alaba. Aber Ribéry macht auch mit. Stark gespielt. Das muss man dem HSV lassen. Stark, stärker Tor. Das erste Mal im 16er und dann gleich so ein starker Spielzug. Ja, das macht... Ja, das macht das... ganze Verfahren deutlich schwerer. Jetzt noch mal wieder, geht hier aber gleich gut weiter. So, Ribéry. Oh. Doch, komm schon, was pfeift er denn da jetzt für ein Käse? Jetzt wird das Spiel hier zerpfiffen. Alaba, schön. So, Lewandowski mit Ribéry. Aber da liegen bleibt, kommt ein Ronaldo. Ronaldo. Ribéry macht mit. Und wieder ein Einwurf. Komm schon, komm schon. Oh. Da wollte ich ihn nur auf Geist rückspitzeln für einen Torschuss. Ribéry auch hier nicht. So, jetzt aber Alaba gegen Stieber. So, Robben zieht mal in die Mitte. Nein, der war doch... Läuft noch nicht. Hashtag läuft noch nicht. So, Thiago. Schön auf Ribéry. Ribéry, nein! Ah, zu pomadig. Also der HSV lässt mir Platz vorne, aber ich kann ihn ähnlich wie gegen Wolfsburg noch nicht nutzen. Wieder Ribéry, läuft viel, aber vertändelt sich hier. Ah. So, den hätte man auch laufen lassen können, Mustafi. Was? Hohoho. Was pfeift er denn da jetzt?
Nein, Götze. So, mit Glück hinten raus. Oh, der war sehr hart, aber Lewandowski ist in der Lage, sich den zu holen. Oh Gott. Warum? Also von den Halbchancen her bin ich eigentlich sehr gut dabei. Aber ich kriege es unterm Strich nicht hin, den Ball mal gefährlich aufs Tor zu kriegen. Ach, verdammt. Halbzeit erst, aber trotzdem 1-0 zurückliegen. Kein Torschuss. Ja, das ist es eben, was ich meinte. Halbchancen in den 16er in Nähe 5er komme ich, aber dann... Robben. So, Klünter. Auf Götze. Was macht der so weit vorne? Robben. Robben. Nein, schon wieder zu sehr in den Rückraum. In der letzten Saison habe ich die Dinge mal zu weit zum Torwart gespielt oder so. Hab mir gedacht, in den Rückraum legen. Jetzt versuche ich es. Jetzt klappt auch das nicht. Ah. So, wie heißt der? Gouda, wie der Käse. Stark auf Ribéry. Nein! Und dann so ein schwacher Abschluss. So, Geis. Auf Götze nicht der schnellste, aber dribbelstark. Nein, das hat er geahnt, muss er geahnt haben. Oh. So, es ist auch die Frage, wen wechsle ich wohin ein? Für Götze, da muss halt dann doch der Müller kommen. Ronaldo kommt für Lewandowski. Und der Costa kommt wahrscheinlich auch zu seinem ersten Saisoneinsatz. Also rechts lastig geht's weiter. Ja, stark. Götze, ja! Mario Götze, kurz vor seiner Auswechslung und macht dir das wichtige 1-1. Ach, doch falsch gewechselt. Na, was heißt falsch? Götze hat da nochmal jetzt hier... Das hat er vom Wolfsburg-Spiel wieder gut gemacht. So, und jetzt sind wir Richtung 3 Punkte unterwegs hier. Vielleicht mit dem ersten Ronaldo-Tor. Müller, wohin nur? Nein! Zu harmlos, schon wieder. So, der neue gefällt auch. Noch sind 20 Minuten. Ich darf sie nur nicht zu verdaddeln. Was?
Was war? Wieso klappt mein angetäuschter Schuss nicht mehr mit Ribéry? Muss ich das verstehen? Stark. Ja, danke schön. Geis versucht's mal mit so einer Art Flanke. Ja! CR7, da ist das Ding drin. Cristiano Ronaldo mit dem ersten Tor für die Bayern. Und dann ausgerechnet per Kopf, nicht per Kluge, sondern nach einem Geis-Freistoß. Ja, herrlich. Geht doch. Geht doch. 100 Millionen machen sich dann heute mit 3 Punkten bezahlt. Ronaldo. So, jetzt holt er sie in sich. Oh. Harmlos, harmloser FC, harmloser SV, genau so ist richtig, nicht SC. Ach, wieso geht der angetäuschte Schuss nicht, ey? Ribéry mit nach hinten. Nein! Oh, verdammt, Mann, so ein Scheiß, echt. Warum wird da Elfmeter gepfiffen? War das nicht sogar auch noch im 5-Meter-Raum eben? Oh, wie mich das gerade wieder aufregt. Ja! Douglas Costa! Auch der Einwechseldings hat sich dann gelohnt. Einfach mal machen. Einfach mal machen. 1, 2, 3 Tricks den hier. Zuck, zack, bumm. Ronaldo, langes Ding. Sondern wusste ich nicht, so schießen oder passen. Und passen hat heute gar nicht funktioniert. Gilt als Eigentor von Ikichi? War der dran? Ganz egal. Geis. Oha. Ah! Bisschen steil. Aber ansonsten... Ich hätte gedacht, dass in der zweiten Halbzeit so viele Tore fallen. Und... Hätte mich nicht gewundert, wenn da wieder der Pfiff gekommen wäre. So, 3-2. Ja. Eigentlich eine gute Abwehrleistung. Ein blödes Tor. So, Mario Götze hier nochmal vor seiner Auswechslung. Zack, da ging es noch mit dem angetäuschten Schuss, aber irgendwie ging es gerade nicht mehr. Komisch. Ach, gegen Wolfsburg lässt er das Ding liegen und heute macht der Götze das Ding rein. 8,2 CR7. Sein erstes Tor für die Bayern.
So, wieder was im Büro. Aktuelles aus Spanien. Ach so. Obwohl. Also ich bin mir nicht so. Oh, Montoya. Daniel Carvajal. Ja, wenn, dann würde ich wahrscheinlich den, wenn ich den Dings noch verliehen bekomme, den Rüdiger, dann würde ich hier den Mats Hummels noch verpflichten. So, jetzt gehen wir aber erst nochmal hier in Spielerentwicklung, suchen uns hier wieder ein paar Spieler aus. Pausen, den möchte ich auch gerne noch verleihen. So, Feig ist natürlich hier das absolute Megatop-Talent. RM, genau, da brauchen wir auf jeden Fall Dribbling und so. Nehmen wir mal wieder Tempo-Dribbling, das ist gut. Für den künftigen Robbenersatz. Dann nehmen wir, ihr seht es hier, Geis immer. Und zwar hätte ich bei Geis Torschussgenauigkeit gerne. Den Abschluss wollen wir hier ganz gezielt verbessern. Ja, Meier. Er ist 21, da muss es noch, das geht noch höher. Das muss noch besser werden. Auch hier nochmal Tempo-Dribbling, da hat er ja nicht mehr so viel offen. Dann habe ich, Beautyman. So, Braga ist leider schon 17. Dann habe ich noch Außenverteidiger. Klünter, genau. Den Klünter hatte ich noch nicht so auf der Rechnung. Was nehmen wir denn bei dem mal? Ja, hier Ballbesitz halten, Abwehr, dribbeln. Auch irgendwas mit dribbeln. Ja, kann ihm nicht schaden. Und dann wie immer den Torwart Heise, der stark auf 80 zugeht, sich auch diese Saison schon wieder so enorm verbessert hat. So. Torwart. Nehmen wir mal empfohlen, Abwürfe, Abschläge. Soll ich ja trainieren, habt ihr gesagt, mache ich doch glatt. Ah. So. Ja, Feig. Ballkontrolle. Oh, Feig ist jetzt eine 69er. Oh mein Gott, der steigt ja so enorm schnell. Gut. Sehr geil. Oh Mann, nur noch wenige Tage. Wird knapp mit Spieler verleihen. Naja, so, oh, Hertha BSC ist wieder oben auf. Ich bin Tabellendritter und Augsburg drei Spiele, drei Siege. So, ich sag wie immer, ciao, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.